Einfach durch. Einfach durch. Aber es ist super eng. Oh. So aus den Security. Echt? Gar keinen Bock auf Menschen. Also versuche ich es jetzt mit dieser Klappe. Was ist zu groß? Hallo! Willkommen zurück zum nächsten Video. Wir sind jetzt an der nächsten Fabrik. Man sieht schon im Hintergrund ein bisschen was. Hier geht's rein. Den einen Schornstein. So, hier ist das gute Stück. Ja, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ich weiß nur, dass hier auf dem Gelände zwei Häuser sind, die noch bewohnt sind. Also wir müssen heute ein bisschen leiser reden. Ich hoffe, das klappt trotzdem alles. Boah. Ja, in dem Haus da, hier mitten auf dem Gelände, wohnen Menschen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also es ist fast nicht zu glauben, dass da Menschen wohnen, aber es ist wirklich so. Geht's da weiter? Also, wir müssen rumlaufen. Ich denke. Oder drüber balancieren. Oder drüber balancieren. Creepy. Scheiße. Warte. Er hat's echt gemacht. Da war gerade ein Mensch draußen. Der ist ja auf dem Gelände lang gelaufen. Ich gehe jetzt unten lang, damit er mich nicht durchs Fenster sehen kann, falls er langläuft. Gar keinen Bock auf Menschen. Da war ein Mann. Hast du ihn gesehen? Ja. Sah aus wie ein Security. Echt? Ja. Der hat auch irgendwas in der Hand. Also ich glaube, das war vielleicht ein Security. Oh, auf Security habe ich gar keinen Bock. Der war komplett dunkel gekleidet. Okay, wie geht's weiter? Ja, hier nicht. Den. Roofless? Scheiße. Soll ich mal vorklettern und gucken, ob es weitergeht? Ja, guck mal. Das ist wirklich super eng. Ich weiß nicht, ob man sieht, wie eng es hier ist, aber es ist super eng. Oh. Kapuze auf und einfach durch. Einfach durch. Einfach durch. Oh, es wird immer enger. Okay. Er hat mir gerade ein Zeichen gegeben, dass ich leise sein soll. Ich glaube, er hat was gehört. Das ist schon krass. Und ich stecke hier einfach in so einem übelst dünnen Schacht. Ich kann mir auch nicht wenden, ich muss rückwärts zurückklettern. Und das möglichst leise. Vielleicht müssen wir auch hier abbrechen und wieder zurück zum Auto.
Ich weiß halt nicht, ob ich hier was höre oder nicht. Es hört Geräusche, hört sich an wie Schritte. Aber hier ist so eine kleine Buchte, hier kann ich wenden. Ich höre die Geräusche jetzt auch. Du hast mehr Spinnen auf dem Kopf, als es Spinnen überhaupt gibt. Schön. Rettungswagen ist auch schon am Start. Wir haben an sich noch ein Lost Place gegenüber. Was sagst du dazu? Ja, immerhin. Immerhin? Gut, na dann haben wir wenigstens noch einen zweiten Lost Place am Start. Puh, dann ist das jetzt wenigstens nur ein klaustrophobischer Tunnel mit Security. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind an der Kanalisation angekommen. Ob das jetzt wirklich eine Kanalisation ist oder doch irgendwie ein Schacht, wissen wir nicht. Wir müssen nur versuchen, uns hier irgendwie reinzuquetschen. Das wird gar nicht so leicht. Echt nicht. Ich hab meine Hose auf dem Tor. Scheiße. Ich trau mich gar nicht. Geh mal her. Ich guck mal kurz. Also, oh, Schlüssel, Akkutasche. Da an sich geht's nicht weiter. Ich müsste mal versuchen, so eine Klappe hier aufzumachen. Also ich bin jetzt hier drin, es schallt wie Sau. Aber ihr habt ja gesehen, es geht da nicht weiter. Also versuche ich es jetzt mit dieser Klappe. Das ist wirklich Sackgasse. Geht's nicht weiter. Das war aber nichts. Schade. Geht? Ja, ja. Easy.
eng. Glaube ich. Sieht auch sehr eng aus. Dann geht's zurück zum Auto. Dann gucken wir mal, was wir noch hier in der Nähe finden. Vielleicht finden wir ja irgendeine Höhle. Oder irgendwas. Ich muss noch irgendwo reinklettern jetzt. Ja, das wird auf jeden Fall noch Pflicht. Ja. So, gleicher Tag, neues Glück. Wir sind hier an einer ehemaligen Schachtanlage. Eben bin ich hier schon mal seitlich reingeklettert. Man kann hier über dieses Rad drüber klettern, aber mehr ist da auch nicht. Man kommt da nicht runter. Dann habe ich aber von Weitem gesehen, dass es da hinten noch ein Schild im Wald gibt. Und da gibt es zwei Betonplatten und dazwischen sieht man, dass es tief runter geht. Also gönnen wir uns das jetzt noch. Und jetzt probieren wir die Platten wegzuschieben und in den Schacht abzusteigen. Jetzt leuchten wir mal Rinder. Ich hole die Cam. Das ging ja wirklich schneller als erwartet. Kanalisation. Wir brauchen mal Badhosen. Ja, ich weiß. Aber an sich ist es halt echt nicht tief, oder? Ja. Es wird zwar unglaublich schwer, da wieder hochzukommen, wenn wir einmal unten sind. Aber ich hätte schon Bock. Ich bin auch schon echt hyped. Die Schlaufe, die ich reingemacht habe, die ist safe. Da kannst du den Roofless-Keuschheitsknoten reinmachen. Den altbekannten. Okay. Nee, ich glaube, da kommst du nicht runter. Ja, sieht gut aus. Ey, wir sind vor allem... Nee, ja. Kannst du nicht. Wir sind wirklich bestens ausgerüstet heute. Wir haben ein Erste-Hilfe-Set, wir haben ein Handtuch, wir haben noch ein Safety-Sicherheitsseil, also wirklich... Safety-Team hat an alles gedacht. Die, ja? Ja, die. Du musst dann jetzt erstmal springen. Und dann bin ich drin im nächsten Cut, ja? Okay, na dann machen wir das so. Perfekt, das hat echt geklappt. Erstmal umgezogen, Alter. Im Sprung. Bist du aufgeregt? Schon ein bisschen. Glaube ich. Das ist unsere erste Abseilmission. Hose sitzt auch ein bisschen locker. Und ich habe so Angst davor. Kannst du nichts machen. Gut. Alter. Das ist so geisteskrank. Kopflampe hast du nicht bei, wa? Doch, hab ich klar. Dann sehe ich unterwegs ein bisschen was. Ich habe doch alles dabei. Kannst du irgendwo noch einen Sticker hinkriegen? Falls mal einer da hinkommt. Alter, du geisteskrankes Stück, wirklich. Viel Spaß. Danke. Okay, ab jetzt verlasse ich den Rand. Okay. Du geisteskranker Alter. Und? Sackgasse. Ja. Trotzdem mal Cam runterlassen? Ja, na klar. So, jetzt seid ihr auch mit unten. Da oben ist Hannes.
Und hier drin, wie ihr seht, ich stehe sogar noch trocken hier auf dem Matsch. Aber leider ist es wirklich nur eine Grube, die komplett zu ist. Wahrscheinlich ging es hier mal echt tief weiter. Aber jetzt nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie versuchen, da wieder hochzukommen. Ja, kannst du hochholen. Ich mach dir ein bisschen Platz hier. Ich mach dir ein bisschen Platz, habe ich gesagt. Warte. Hat sich Fitnessstudio auf jeden Fall ausgezahlt. Es waren nur 5 Meter oder so. Aber richtig anstrengend. Da wir hier auch keine Schlaufen drin haben, weil sonst wäre das Seil noch kürzer, musste ich jetzt nur mit den Armen hochklettern. Aber ich bin ja stark. Okay. Das ging an die weibliche Community. Ja, dann müssen wir jetzt versuchen, noch irgendwie die Platte wieder raufzukriegen, damit da keine Tiere reinfallen. Und ich ziehe mich jetzt erstmal wieder aus. Na, ich denke, es reicht, oder? Ich denke, das geht. Da fällt auf jeden Fall keiner rein. Außer vielleicht ein Baby, aber was macht ein Baby? Aber? Auf jeden Fall nicht allein im Wald. Jetzt checken wir es noch ab, dann sieht es keiner. Damit auch keiner schnell reinfällt. Sportlich. Zurück zum Auto, weiter Richtung nach Hause und mal gucken, was wir noch so finden. Eigentlich wollten wir nach Hause und jetzt sind wir hier mitten im Wald. In einem Loch. Alles klar, na denn. Tschüss.